Hi Leute, heute geht es darum, warum du auch mal ab und zu schlechter essen solltest und um deine Pufferzone, um dein Umfeld, um deine Umgebung, um die Einflüsse, um Stress. Möchte ich dir mal an die Hand legen, dass du wirklich bei der Ernährung auf dein Umfeld achten solltest. Also, wenn du dich irgendwo in der Stadt aufhältst, in dichteren Umgebungen, wo mehr Abgase sind, wo mehr Stress ist, mehr Menschen, mehr unbewusste Leute oder einfach Situationen, die dich wirklich mehr herausfordern als sonst, weil da noch einige Themen dann bei dir zu verarbeiten sind. In solchen Situationen solltest du wieder schlechter essen. Und es ist auch ratsam, einen gewissen Schutzschild zu haben, einen gewissen Puffer. Also, wenn du deinen Körper reinigen möchtest und zum Beispiel einfach nur Früchte isst, aber gerade in deinem Job bist, irgendwie 8 Stunden arbeiten musst, gar nicht die Ruhe hast, um die Dinge zu verarbeiten, die dabei hochkommen. Gar nicht die Ruhe und Zeit dazu hast. Dann ist es sinnvoll, wieder fettreicher zu essen. Fettreicher, dichtere Sachen, mal was Gekochtes, aber bleibt am besten noch bei natürlichen Sachen. Ja, aber ess dann einfach dichtere Sachen. Ess fettiger. Also Nüsse, Saaten, Samen. Aber ich merke das selber, wenn ich mich länger wieder in Städten aufhalte, wo die Luft zum Beispiel schlechter ist, dann ist es wirklich besser, dort mal fettreicher zu essen und einen gewissen Puffer, eine gewisse Schutzschicht am Körper auch zu haben. Also wirklich, wenn man wochenlang irgendwo oder wenn man in der Stadt lebt, sowieso, da ist es gar nicht möglich, nur Früchte zu essen, normalerweise auf Dauer. Wenn du nur wässrige Früchte isst, dann will der Körper immer gleich entgiften und hat nicht diese Pufferzone, diese Pufferschicht. Und dann möchte er immer alles sofort raushauen. Und dann geht es dir einfach beschissen in der Zeit, wo du da in der Stadt bist. Weil wenn dann Abgase kommen, dann wird es alles gleich wieder rausgehauen. Und du hast nicht ein gewisses Schutzschild. Das macht dich einfach angreifbar. Da ist es wirklich ganz gut, ja, ein bisschen fettreicher zu essen, dichtere Sachen zu essen. Damit man dann einfach nicht nur schlapp rumhängt. Und ja, dieser Puffer ist da wirklich dann notwendig und schützt einen. Ja, man kann sich das wirklich wie so ein Schutzschild vorstellen, ja, den man sich da anisst mit dichteren Sachen. Dass nicht gleich die ganzen Sachen, die man zu sich nimmt, die ganzen Schadstoffe auf die Organe und so weiter wirken. Ohne Schutzschild geht es direkt alles auf deinen Körper. Wenn du eine kleine Schutzzone hast, wenn du dich in so dichteren Zonen aufhältst, dann ist es wirklich besser und halte ich für wirklich sinnvoll. Und da sollte man sich dann auch wirklich nicht ein schlechtes Gewissen machen, weil man mal dichter isst. Schau einfach, dass du da nichts Verarbeitetes isst. Je nachdem, kommt auch immer darauf an, wo du da dich befindest mit deiner Ernährung. Also schau dir wirklich mal den Rohkostreinigungsweg, die Playlist auf meinem Kanal an. Oder ja, hol dir den Videokurs Rohkostreinigungsweg. Genau. Da erkläre ich das eben nochmal genauer, wie das Ganze mit der Entgiftung abläuft. Aber wirklich diese Reinigungsphasen, das hat zum Beispiel Arnold Ehret auch immer gemacht, die Reinigungsphasen sollten in einer guten Umgebung mit frischer Luft stattfinden. Frischer Luft, Bewegung und kein Stress. Völlige Ruhe haben, völlig entspannt sein, damit man sich überhaupt um die Dinge kümmern kann, die sowieso schon durch diesen Reinigungsprozess hochkommen.
Ansonsten wird es einfach viel zu viel und der Körper ist völlig überlastet. Wenn man dann auch noch in der Stadt diesen Puffer nicht hat, oder wenn man sich einfach mit Leuten umgibt, die einen da noch mehr runterziehen, viele Dinge spiegeln, dann wird es einfach zu viel auf einmal. Dann kommt zu dem ganzen Alten, was sowieso schon oft zu viel ist, auch noch Neues dazu. Und dann gibt es ja einen Crash, dann starrt alles und es ist viel zu viel und ihr schädigt eure Organe damit, euren Körper. Genau. Also Reinigungsphasen mit Früchten, mit leichten, wässrigen Essen, Fasten. Nie, wenn ihr Stress habt, wenn ihr in der unbewussten Umgebung seid, wenn ihr Dinge erledigen müsst oder wollt, oder ja, wenn zu viel Abgase, zu viel Umweltschadstoffe in der Umgebung sind. Genau. Das ist so, so wichtig und macht euch da dann wirklich kein schlechtes Gewissen. Übertreibt es dann nicht, wenn ihr in solchen Umgebungen seid. Mit dem Reinigen. Macht da langsamer und holt euch da ein Schutzschild, eine Pufferzone. Genau. Aber das Beste ist natürlich, wenn ihr euch trotzdem wirklich die Zeit nehmt, euren Körper zu reinigen. Regelmäßig. Und euch die Zeit für euch nehmt. Das ist das Wichtige. Mindestens ein, zwei Wochen im Jahr, Minimum, wo ihr nur Zeit für euch habt. Keine anderen Menschen, nur euch um euch kümmert, mal schaut, was da für Themen sind. Und euch auch nicht ablenkt mit irgendwie rumreisen, sondern euch hinsetzt, in die Natur geht, Spaziergang macht, euch bewegt, schaut, was in euch vorgeht, was da raus will, was angeschaut werden will, was bearbeitet werden will und eurem Körper die Zeit zum Heilen gibt. Genau. Ja, das war's. Ansonsten macht's gut. Wünsche euch noch einen schönen Abend oder Tag. Ciao.